Alles fängt an mit einem Gedanken. Dann gibt's im Kopf entweder Rückenwindstöße oder rote Schranken. Das entscheidet erstmal, was du mit dem Gedanken machst. Das lässt dich starten oder zweifeln, ob du es wirklich schaffst. Ja, es gibt 1000 Stimmen, die einen und die anderen, die sagen, komm, komm, mach das, die fragen, was wäre wenn. Im Gehen kommen die Ideen, so ist zumindest bei mir. Ganz viel wird realistisch, ganz viel ist plötzlich hier. Und sei es nur für den Moment, du spürst, wie dein Gehirn rennt. Alles so vertraut, gerade gar nichts mehr fremd. Manchmal hast du das Gefühl, dass dich keiner hier kennt. Heute hast du das Gefühl, dass dich jeder hier kennt. Und nicht nur kennt, sondern wirklich mal so richtig versteht. Vor allem du dich selbst und du dein Innerstes lebst. Ich kenn das. Das sind diese Tage, an denen du schwebst. Ich kenn das. Das ist, wenn dein Herz einfach bebt. Ich kenn das. Das ist, wenn du's Leben verlebst. Ich kenn das. Das ist, wenn du gehst und nicht stehst. Das ist Wortspielerei. Ich setz es zusammen, mach Worthülsen frei und denk nur in Reim. Will Wörter lebendig machen, dass sie irgendwann, wenn's passt, durch die richtige Zusammensetzung scheinen. Ich lese Bücher, um neue Wörter zu lernen, und ich schreibe manchmal Dreck, um ihn wieder wegzukehren. Ich habe immer wieder mal Ideen. Ich schreibe sie auf, damit sie nicht wieder gehen. Aber ich fange nicht an, ich tanze nur drumrum. Notiz in meinem Handy und das schalte ich auf stumm. Ich kenn das.